Sehr geehrte Frau Präsidentin, zunächst einmal darf ich mit Freude feststellen, dass sich die Kollegen der Piratenfraktion in der heutigen Sitzung mit ihren eigenen Anträgen zu 100% auf ihre Kernkompetenz beschränkt haben, nämlich indem sie nur Anträge zu netzpolitischen Themen einreichen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Lassen Sie uns beginnen, über den Antrag Netzneutralität in Berlin sicherzustellen, Konzept für eine öffentliche Netzgesellschaft vorlegen, zu reden. Bevor ich mich dem Inhalt des Antrages zuwende, möchte ich Ihren Blick auf die sehr ausführliche Begründung lenken. Und die Begründung beginnt gleich am Anfang mit einer zutreffenden Feststellung. Ich zitiere aus der Begründung: Der Berliner Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU enthält ein klares Bekenntnis zur Netzneutralität und digitaler Daseinsvorsorge. Und weiter wird dann in der Begründung zitiert aus unserem Koalitionsvertrag, Seite 94. Die Netzneutralität ist die Grundlage der digitalen Daseinsvorsorge. Die Koalition wird das Prinzip der Netzneutralität zur Förderung der digitalen Vielfalt sichern. Ich stelle fest, liebe Kollegen der Piratenfraktion, Sie haben zutreffend aus unserem Koalitionsvertrag zitiert. Und ich freue mich, dass Sie die netzpolitische Kompetenz der Koalition nutzen, um damit Ihre Anträge und Ihren Antrag hier zu begründen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Koalitionsfraktionen haben sich zum Prinzip der Netzneutralität im Koalitionsvertrag vereinbart und wir stehen auch dazu. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Zugang zu den digitalen Netzen ein Teil der Daseinsvorsorge ist. Kollege Weiß hat es genannt, so wie halt auch Wasser und Strom. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es keine Zweiklassengesellschaft bei dem Zugang zu den Netzen und zum Internet geben kann. Schnelles Internet für die reichen und großen Konzerne, ein langsames für die anderen. Der Zugang zum Internet ist schon heute eine Voraussetzung für das Leben, für die Teilnahme am Leben, für Bildung, Fortbildung und geistigen Reichtum. Dies muss für alle gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden. Ich will einen diskriminierungsfreien Zugang zum Internet. Und dafür sehe ich auch mit dem Chef der Senatskanzlei, Björn Böning, einen Garanten im Senat. Herr Böning hat sich in der Vergangenheit sehr deutlich für die Netzneutralität ausgesprochen und bereits frühzeitig den EU-Verordnungsentwurf kritisiert. Und deshalb bin ich froh, dass das Land Berlin unter Federführung der Senatskanzlei und der Wirtschaftsverwaltung die Bund-Länder-Arbeitsgruppe leitet, die die Umsetzung der Entscheidung des Europäischen Parlaments zur Netzneutralität in nationales Recht vorsieht. Ich bin mir sicher, dass die Arbeitsgruppe und der Senat genau das absichert, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, das Prinzip der Netzneutralität sichern. Und nach diesen vielen guten Aussichten in die Zukunft möchte ich mich natürlich auch dem Antragsinhalt auseinandersetzen. Der Senat soll ein Konzept für eine unabhängige Versorgung Berlins mit Breitbandinfrastruktur durch ein landeseigenes Unternehmen erstellen. Und dazu legen Sie dann 7 Stichpunkte vor, die als Bedingungen skizziert werden. Ja, liebe Kollegen der Piratenfraktion, ich finde die Idee eines landeseigenen Telekommunikationsunternehmens charmant und unter Netzpolitikern der SPD wird auch dieses Modell diskutiert. Nur damit hebeln wir natürlich nicht die europäische Rechtsprechung oder die Entscheidung des Europäischen Parlaments auf. Und natürlich kann sich ein landeseigenes Unternehmen zur Netzneutralität verpflichten. Wir können das landeseigene Unternehmen dazu vielleicht auch zwingen oder dieses nötigen. Nur, es wird neben dem landeseigenen Telekommunikationsunternehmen halt trotzdem noch weitere Telekommunikationsunternehmen auf dem Markt geben. Und die Berliner können halt wählen und aussuchen, ob sie das landeseigene Unternehmen mit Netzneutralität haben wollen und wählen oder doch die Magenta-Firma, weil dieser ein Entertain-Paket in brillanter HD-Qualität anbietet. Damit ein landeseigenes Unternehmen erfolgreich ist, reichen die von Ihnen genannten 7 Punkte meines Erachtens nicht aus. Berlin hat ja bereits einen Anlauf mit einem landeseigenen Unternehmen. Es nannte sich Berlicom Telekommunikationsgesellschaft MBH. Diese wurde 2004 an Diversatel verkauft. Und nun können Sie sagen, die Berlin Wasser AG Berlin hätte Berlicom nicht verkaufen dürfen. Wir hätten es in Landeshand behalten müssen und dies wäre alles besser gewesen. Nur hier hilft Steinbrück zu zitieren, hätte, hätte Fahrradkette. Was bleibt für die heutige Beratung und die Beratung in 3 Ausschüssen? Die Piraten greifen ein richtiges Anliegen auf. Nur über den Weg werden wir hier in diesem Haus streiten müssen. Was ist der richtige Weg? Wie könnte ein konkurrenzfähiges landeseigenes Unternehmen aussehen? Wie kann dieses Unternehmen finanziert werden? Und brauchen wir überhaupt dieses landeseigene Unternehmen? Oder können wir nicht vielleicht doch die Möglichkeiten des IT-Dienstleistungszentrums nutzen? Ja, lassen Sie uns darüber reden, ob das Land Berlin ein eigenes Telekommunikationsunternehmen braucht. Lassen Sie uns darüber reden, ob wir damit die Netzneutralität sichern können, ob wir ein Angebot schaffen können, welches von den Berlinern dankbar angenommen wird. Und da der Blick in die Zukunft das Ende dieser Legislaturperiode ja zumindest anzeigt, wenn wir Ihren Antrag nicht in dieser Legislaturperiode umsetzen, vielleicht finden Sie ja die Ergebnisse im nächsten Koalitionsvertrag wieder, dann wohl hoffentlich von SPD und wem auch immer. Herzlichen Dank.